ist der wieder. Ja, so, spulen wir mal vor, das kennen wir ja noch schon. Jetzt ist er schon wieder. Gehen wir wieder zurück. Dann mal hier wieder hoch. Da ist der. So ein bisschen spulen wieder. Ich stehe seinem. Ich kann. Auch wieder Schiss. Er ist schon. Und wieder zurück. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Sein Weg ist ja jetzt zu. Donnerbalg und Flebs. Lass mich in Ruhe, du Balg. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Ich werde dich schon noch kriegen, du kleines Mistvieh. Haha. Zugenagelt. Dann eben nicht. So ein verhagelter Tag. Auf nach Hause an den warmen Kamin. Da findet mich der Kleeblattkammer bestimmt. Hä? Ist er jetzt in den Kürbis rein, Orbi? Oh, wo ist er hin? Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Ja. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ja. Ich wusste doch, dass da was war. Ja, das haben wir doch schon mal. Das sieht man doch so, Mann. Brauchst du nicht mal anstrengen. Ob der auch hohl ist? Aha. Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was hab ich getan? Zerschmettert. Das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus. Du willst nur an ein Koboldkobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf nimmer Wiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Scheint so, ne? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Naja. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Oh. Kommissar Haselnuss. So, nehmen. Was ist das hier eigentlich? Kobold. Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Aha. Schön schwer. Ich frag mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Aber jetzt müssten die doch eigentlich ihr Werkzeug wieder nehmen. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Oh. Und du hast unser Werkzeug. Los, jeder. Yeah. Wir machen uns besser an die Arbeit. Alter. Hier ist das Blattboot für Spitzweg. Bereit, um in See zu stechen. Das Boot? Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse. Wo Spitzweg schon wartet. Mhm. Ist immer gut. Supi. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schnirgelst. Ja, ja. Ja, ja, heißt. Na, wer weiß es?
Gut, nö. So, hier nochmal schnell gucken. Gibt's hier noch Wassertropfen oder einen Sticker, den man irgendwie noch... So ganz leer sieht es... Ich hab das verkürzt. Ja, ja. So, aber... Wir haben ja jetzt die ganze Post ausgetragen. Da können wir doch eigentlich mal zu dem Froschli gucken, was der so sagt. Irgendwas muss doch hier auch noch sein. Wo war denn jetzt eigentlich der Frosch? Wo war denn der Frosch? Statue? Ah, nee, das war ja. Achso, das ist hier. Der Frosch, wo war der Frosch? Der war, glaube ich, hinter dem Feld, ne? Mann. Ah, hier ist ein Wassertropfen. Blub. Da ist noch einer. Noch einer. Ja. Hier ist auch noch einer. Wieder einer. Ja. Mal gucken. Das ist eine, das ist das Boot, das ist der Ausgang, da ist ein Gang, da ist halt die Uhr. Was ist das hier oben? Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Hobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ich frag mich, ob Eichhörnchen und Mäuse bei uns auch so wohnen. Bin ich bei uns im Wald zu Hause etwa immer nur falsch abgebogen? Ja, man macht einfach nicht so die Augen auf, würde ich sagen, oder? Von hier aus wird das nichts. Na, geh doch hin. So, jetzt hier noch irgendwie ein Wassertropfli. Hier unten ist noch ein Wassertropfli. Noch einer. Von hier aus wird das nichts. Dann halt... nicht. So, wir können jetzt hier lang. Steinerner Weg oder Weg durchs Gras. Wir gehen mal hier lang. Wo kann man da hin? Ach stimmt, da wollen wir ja wieder zurück. Doch mal da lang. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwas von dem Frosch. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Statue, Ausgang, weiter. Nö, nichts weiter. Hier hinten ist ein ganz kleiner Wassertropfen. Wieder einer. Noch irgendwo ein Wassertropfen. Dieser plätschernde Bach. Da musst du aber auch ganz genau aufpassen, ey. Müssen wir wissen, wo hier noch Sticker sind. Hier unten ist noch ein Wassertropfen. Nenne mit. Wieder einer. Noch so ein Tropfen. Oder so. So, gehen wir da hoch. Und gehen wir da. Dann machen wir das. So, dann wollen wir jetzt mal erstmal gucken. Wassertropfen. Dann können wir mal durch unsere Linse luken. Boah, hier ist zu viel. Ah,
sehe auch kein Wassertropfen. Was ist das denn? Gibt's. Ach, hier. Alter, ich muss erst mal sehen. Wieder einer. Wieder einer. Ach, wir quatschen erstmal mit Plato. Mal gucken. Vielleicht gibt's was. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Oh Gott, richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Die hast du doch alle schon ausgetragen, du Knaller. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Die haben doch alle ausgetragen. Der riecht noch etwas nach Parfüm. Das gehört nicht in den Umschlag. Dann nicht. Gibt's sonst noch irgendwelche Sticker hier? Irgendwas zum Mitnehmen? Aber ich sehe im Moment nichts. So, was hat denn hier alles geleuchtet? Hier ist eine Bekanntmachung. Mal durchlesen. Miau, miau, miau. Der Mauswalder Stadtrat informiert. Solange die Überflutung anhält, ist das Auendorf gesperrt. Betroffene melden sich bitte im Rathaus. Plündern verboten. Und dann steht da noch Gefahr. Tiefes Wasser und Krähen. Klingt ganz schön gefährlich. Naja, bestimmt. Was ist das hier? Da komme ich nicht ran. Ist mir auch egal jetzt. Ich gehe mal hier lang. Wir können ja mal zu dem Ziesel gehen. Weil das Boot ist ja da. Ach, da war ein Wassertropfen. Da war ein Wassertropfen. Nein, wieder zurück. Da war ein Wassertropfen. Ich habe einen gesehen. Oh, da denkt man aber auch nicht immer dran hier. Da drüben sieht es auch interessant, aber hier komme ich nicht über den Bach. Ja, auf zu Öl. Gibt es sonst noch irgendwas in diesem Bild? Sieht nicht so aus. Hier kommen wir eh nicht hoch, weil ja das Tor zu ist. Gut, Wassertropfen sehe ich auch keine mehr. Ach so. Toll. Wo ist der Stein? Was können wir hier alles? Großer alter Baum. Noch ein großer alten Baum. Was sagt ihr uns bei dem großen alten Baum? Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Aha. Keine Ahnung.
Kann ich den Nagel da irgendwie mit den Öffnungen oder? Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Mit dem Ding, das Ding heißt Nagel. Hinter dem Bach. Wo geht's hier hin? Ach so, hier ist ja der Vollpfost. So. Habt ihr da irgendwas? Und das ist hier. Fischschuppen. Eine Fischschuppe. Sie ist ganz trocken und schillert bunt. Oh, die ist ganz leicht. Ganze Figuren los. Ja, wir wollten ja eh zum. Da müssen wir jetzt doch da hinkommen. Genau.